Hey Leute, der Greifer, willkommen zu einer neuen Runde von Angezockt. Ich stelle euch heute mal das Spiel The Last Spell vor. Ein echt nettes Game. Das spiele ich momentan selbst ziemlich krass hoch und runter. Um es euch ein bisschen besser zu zeigen, musste ich jetzt eine neue Kampagne machen, damit wir komplett von vorne anfangen. Wir sehen jetzt hier erstmal das Intro. Warum, wieso, weshalb, warum. Es geht im Grunde quasi darum, dass wir spielen hier so ein bisschen im Mittelalter, aber es gibt hier auch Zauberer in dem Universum und die haben quasi einen Zauber entdeckt, der, ich sag mal, wie so eine Atombombe ist. Und das ist quasi ein ziemlich mächtiger Zauber und als der entdeckt wurde, wollten den natürlich alle haben und alle benutzen. Das ist hier quasi ein Mass Destruction Spell. Und leider ist es dann natürlich so gekommen, wie es immer kommt. Die Menschheit hat sich dadurch fast selbst ausgerottet. Hier sehen wir es auch nochmal. Das ganze Königreiche damit zerstört wurden. Ja, hier sehen wir auch, dass dann ein ganzer Hass entgegengesetzt wurde und andere Königreiche haben ein anderes dann in die Luft gesprengt. Juh, hier sieht man es auch nochmal schön, die Explosion. Und die Explosionen, die hinterlassen einen merkwürdigen Nebel. Und bevor die Menschheit jetzt wirklich komplett ausgerottet wird, haben sie halt beschlossen, dass also eine bestimmte Magiergruppe, dass es noch einen letzten Zauber geben soll. Und der soll dafür sorgen, dass man einfach keine Zauber mehr wirken kann. Damit das quasi irgendwann mal aufhört, dass sich alle hier gegenseitig in die Luft sprengen. Hier, die haben sich halt zusammengefunden und versuchen halt quasi sich gegen die Monster zu wehren, die aus diesem Nebel rauskommen. Und gleichzeitig versuchen sie aber dann halt die Zauber zu beschützen, die diesen Spell casten. Weil der ist halt sehr groß und verbraucht ziemlich viel Kraft und braucht halt ewig lange. Die Magier müssen halt um so einen Kreis stehen und halt ihren Zauber aufschlagen, sag ich mal. Und jede Nacht kommen aber die Monster und greifen an. Und ihr müsst, oder wir müssen halt versuchen, das zu verhindern, dass die Monster quasi in die Stadt reinkommen, wo die paar Zauberer, die noch da sind, diesen verdammten letzten Zauber casten wollen. Ja, und so geht's quasi gleich ins Game rein. So. So, es gibt hier so eine Tag- und Nachtphase. Ziel ist es quasi einfach nur, die Zauberer zu beschützen. Die dürfen nicht angegriffen werden oder getötet werden. Oder wenn alle unsere Helden sterben, dann ist auch das Spiel vorbei. Wir können am Anfang halt unsere Helden positionieren, denen neues Equipment geben und müssen halt dann quasi so eine Art Planungsphase überstehen. Das ist jetzt hier quasi so eine Anfänger-Map. Man kann jetzt hier sehen, die Gegner können theoretisch von zwei Seiten kommen. In dem Fall kommen sie aber einfach nur von hier. Und wir haben in der Version hier gerade drei Helden. Die können wir hier auch positionieren. Und die haben alle unterschiedliche Waffen. Der eine hat einen Zauberstab, die hat einen Bogen. Und der hier hat einen Hammer. Und das sind alles jetzt noch so die Standardausrüstung. Nachher gibt es noch zigtausend verschiedene Waffen, die man benutzen kann. Und das Gute ist auch, man hat quasi zwei. Ja, wie soll ich es nennen? Equipment-Slots. Das heißt, man kann zwei verschiedene Waffen tragen. Das wird auch noch ganz wichtig, aber jetzt machen wir erstmal hier die erste Gegnerphase. Starten quasi das Ganze. Ja. Wichtig ist, die Stadt kann halt in Panik geraten, wenn die Gegner zu nah rankommen. Wir müssen alle Gegner besiegen. Erst dann ist die Nachtphase quasi vorbei. Wenn die zu nah an unsere Gebäude rankommen, dann geraten unsere Bewohner in Panik. Und das bedeutet aber schlechteren Loot für uns. So, Skills, Mana und Health gibt es als Haupt, naja, Ressource, sage ich mal. Und wir haben auch nur bestimmte Bewegungspunkte und Actionpunkte. So, hier steht auch nochmal, dass man zwei Waffenslots hat und dass es halt wirklich verschiedene Versionen gibt von den Waffen. Und wir können auch Sachen, Bewegungen zurücksetzen, falls wir uns irgendwie falsch bewegt haben oder irgendwas. So, wie man dran ist, ist vollkommen egal. Wir können hier mit jedem kreuz und quer irgendwie starten. Der
Hammer Dude ist natürlich nur Nahkampf. Also den jetzt hier vorzuschicken, ist totaler Selbstmord. Hier, wenn wir Alt drücken, können wir sehen, bis wohin die Gegner angreifen oder sich bewegen können. Wir versuchen jetzt einfach mal mit dem Bogenschützen. Das sind die Spells, die man hat. Hier sehen wir die Actionpunkte, den Mana-Pool und die Bewegungspunkte. Das heißt, wir können uns jetzt nur noch ein Feld bewegen. Den Rest haben wir gerade aufgebraucht. Und man kann einfach nur einen normalen Schuss machen. Einen Powerschuss, der aber nicht so eine Reichweite hat. Dann haben wir hier so einen Tide Wally. Der trifft ein paar mehr Gegner und slowt die auch noch in deren Bewegung. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir hier den Rain of Arrows. Das ist mit der beste Skill, sage ich mal, für den Bogenschützen. Weil wir da am meisten Schaden machen und auch die meisten Gegner treffen. So, jetzt haben wir noch zwei Actionpunkte. Den können wir nicht nochmal benutzen. Und man kann hier auch schön sehen, wenn so ein Totenkopf über den Gegnern ist, dann ist es relativ sicher, dass die sterben. Ist hier nur so ein Schwert, dann wird die den Schuss hier auf jeden Fall überleben. Aber wir können natürlich auch zweimal auf die schießen, das geht auch. So, der hier hat ein Damoklesschwert in Form von Magie. Transfer, das heißt, ich könnte ihm jetzt hier noch einen Action Point wiedergeben und Movement Point. Oder magische Geschosse. Beziehungsweise mich selbst eine Evasion-Bonus geben, falls die Gegner doch zu nah rankommen. Bei dem hier kann man auch multiple Targets hitten, wenn ihr hier unten gucken würdet. Vier Stück kann ich anvisieren. Aber macht jetzt, wie gesagt, noch keinen Sinn, weil die sind noch nicht nah genug dran hier. Wenn wir ein Stück hier rüber gehen, kriegen wir den hier noch ran. Bäh. Aber ich kann, glaube ich, mal das ein Ticken hoch machen. Nicht zu viel. Das ist ein ganz schön rockiger Soundtrack, wenn ich das mal so sagen darf. So, dann würde ich sagen, machen wir den Zug zu Ende. Der sagt uns jetzt noch, ey, hier, einer von deinen Dudes hat noch vier Actionpunkte. Aber, oh, der ist einfach Nahkampf, das ist nix. Können jetzt ruhig einen Ticken hingehen. Der hat einmal nur einen normalen Bash und einen Crush. Mit dem Crush können wir hier sehen, können wir zwei Dudes treffen. Wenn wir den einfach zweimal machen. Und nochmal ein Bash. Und dann ziehen wir uns aber zurück. Wir sind jetzt noch zu nah dran für den hier. Wir können uns hier nochmal ein bisschen Armor geben. Für den Fall, dass die doch rankommen. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich hier mit dem Arrow. Noch so ein paar Gegner killen kann. Machen wir mal so. Bläh. So, der Nachteil bei dem Powerschuss ist, der ist nicht gerade akkurat. Das heißt, es kann sein, dass wir verfehlen, aber mit dem normalen Schuss töten wir die nicht. Mit dem Powerschuss würden wir die theoretisch töten. Perfekt. So, der hier, der Gegner ist ein Dodger. Wie der Name schon sagt, hat der ein bisschen mehr Ausweichchance. Deswegen ist eigentlich der Powerschuss nicht der beste. Aber es hat geklappt. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. So, wir gehen mal einen vor. Und wir nehmen jetzt hier diesen Multi-Hit. Kann man quasi vier Leute gleichzeitig treffen. Macht noch nicht so viel Schaden, aber. So. Damit sind wir durch und wir haben es sogar geschafft, dass die den Typen hier nicht mehr angreifen können. Wir könnten jetzt hier mit denen theoretisch noch ein Stück zurückgehen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Ja, und jetzt stellt euch vor, das sind hier noch die Anfangsmonster. Und die können, wie gesagt, auch von beiden Seiten kommen. Und nachher gibt es auch Monster, die 10-mal stärker sind. Aber nachher verbessern wir unsere Typen ja auch. Also es hat alles Vor- und Nachteile. So, wir können jetzt hier einmal reinreiten. Und den seinen Super-Move machen.
der einfach mal alle Leute um ihn rum stunt oder halt Damage macht. Unlimited Power. So, dann hat er jetzt aber nichts mehr. So, wir nehmen mal das hier. Das ist ja eigentlich auch zu gut, es nicht zu nehmen. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir die Dudes hier wegkriegen. Dann machen wir das nochmal. Piu, piu, piu. Ja, das sieht gut aus. Könnte sein, dass der noch zu nah rankommt. Wir gehen mal hier ein Stück zurück. Der kann sich nicht mehr bewegen. So, es haben alle keine Action Points mehr. Hier oben kann man das ein bisschen besser sehen. Das sind die Movements und hier sind die Action Punkte. Aber wir haben auch kaum noch Mana. Also wir können hier unsere Super Moves auch nicht ewig machen. So. Aber da das ein Tutorial ist, weiß ich jetzt schon, dass es danach theoretisch vorbei ist. Das dient hier wirklich nur, um euch hier so ein bisschen den Einstand zu zeigen. So, dann müssen wir mit dem hier zurück. Mit F können wir rotieren. So. So, dann können wir hier auch, wie gesagt, die Leute so ein bisschen... Oh shit, da bin ich zu nah dran. Ich kann zurück. So. Piu, piu. Ah, der hat gedodged. Müssen wir nochmal einen normalen Spell nehmen. So, der hier mit dem Sternchen ist gestunt, der kann sich also nicht bewegen. Ich habe jetzt noch 2 Schuss. Blöde. So, die kommen aber eh nicht ran. Machen wir jetzt so hier. So, ist nicht so schlimm, dass der sich nicht bewegt hat. So, jetzt sind es wirklich nur noch die paar Dudels. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, wir haben alle kein Mana mehr. So, leider keine Movement Points mehr. Wir könnten ihn hier das Ding geben. Dann kann er nochmal sich bewegen und das machen. Dann haben wir keine Sicht gehabt und dann einfach nur noch den Dude hier töten. Zack. So, die laden wieder so ein bisschen Mana auf, aber viel ist es nicht. Das ist jetzt quasi, wie wir die Nacht geschafft haben. Sind alle in Level Up. Haben keinen Schaden genommen. Super viel Experience. Wir haben einen S-Rang bekommen. Und das wäre jetzt, wenn die Leute hier Panik gehabt hätten, dann würden wir hier weniger von diesen Ressourcen kriegen. Man kann sich das vorstellen, als wenn die arbeiten würden und wenn sie Panik kriegen, dann wären sie halt gestört in der Panik, in der Arbeit. Und deswegen haben wir weniger Ressourcen. Aber die Nacht lief super gut. Jetzt haben wir hier gesehen, erstens kommen die jetzt von hier oben. Aber wir machen jetzt erstmal die Tagesphase oder die Produktionsphase. Das heißt, wir können jetzt Arbeiter benutzen, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Wir können Gebäude bauen oder Ruinen abtragen. Das werden wir gleich sehen. Wir können gleichzeitig dann auch unsere Heroes leveln, denen neue Perks geben oder neue Ausrüstung. Zum Beispiel statt ein Rusty Sword, ein Steel Sword und quasi den Damage signifikant erhöhen. Und das ist halt ganz wichtig, dass man irgendwie seine Leute verbessert. So, also erstens kommen die jetzt von hier oben und zweitens, dieser Nebel, das hier, wo die auch immer rauskommen, der ist auch nach vorne gekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier viel weniger Spielraum und müssen uns irgendwann auch bis in die Stadt zurückziehen. Aber wie gesagt, es ist nur ein Tutorial, das wird jetzt gleich vorbei sein. Wir machen erstmal Level Up. Die sind alle Level 2 geworden und jetzt kann man hier zwischen 2 Attributen auswählen. Und die sind so mal ein bisschen random, die man bekommt. Und man kann auch sehen, ob Sachen
naja, einfach sind oder ob die richtig gut sind. Zweimal kann man rerollen. Und ja, da muss man halt versuchen zu gucken. Die haben ja auch eigene Eigenschaften. Zum Beispiel, er hier ist ein Grave Digger. Bei Isolation macht er mehr Schaden. Er hat mehr Resistance, aber er hat weniger Leben. Was eigentlich richtig schlecht ist. Dafür macht er mehr Damage. Und er kann ein. Er hat einen Movement Point mehr als sonst. So, jetzt hat er hier natürlich den Hammer. Und der Hammer ist Melee Damage. Kann man das irgendwo sehen? Ich glaube hier. Ja, also physischer Schaden. Jetzt hat er hier die Möglichkeit, magischen Schaden mehr zu kriegen oder Range Damage. Bringt bei ihm ja wirklich gar nichts. Dodge wäre gar nicht so bad. Aber wir werden einmal nochmal durchrollen. Dann sehen wir hier, er würde ziemlich viel Leben bekommen. Was halt eigentlich gut ist, weil er steht ja meistens in der Frontline. Zumindest solange er den Hammer hat. Wir können ihm noch eine komplett andere Waffe geben. Können ihm noch mehr Mana geben, aber wir machen jetzt hier mal, weil das schon selten ist. Nehmen wir das und dann haben wir hier nochmal ein Secondary-Attribut. Stun Chance ist gar nicht so bad, weil dieser Stomp, den er hier hat, hat eine 60%ige Stun Chance. Wenn wir das hier erhöhen, dann müsste es eigentlich mehr werden. Könnten auch seine Trefferfähigkeit erhöhen, kritische Power oder er kriegt mehr Mana-Regen pro Tag quasi. Aber hier ist es eigentlich, wie gesagt, völlig egal, was wir nehmen. So, und dann können wir ihnen noch einen Perk geben. Hier kann man sehen, quasi für was der Perk eigentlich gut ist: für Melee, Magie und Range. Und dann haben wir hier noch so ein paar andere Sachen, wo er mehr Movement Point kriegt. Oder den Freund von ihnen, also einen anderen Helden, buffen kann. Oder kann jeden Skill noch einmal benutzen, wenn er das macht. So, aber eigentlich müssten wir ihnen hier das hier geben. Unlocks the Fatality Skills. Der kann Gegner exekuten, wenn die nur noch 10 Leben haben. Und das wird sogar noch erhöht. Für jedes Level. Das heißt, wenn die noch 16 Leben haben, kann der die töten. Dazu muss er natürlich neben denen stehen, ne? Ja, hier. Die Reichweite ist halt nur einer. Aber man kann es unendlich benutzen und es kostet keinen Action Point. So, was haben wir denn bei ihr? Sie ist theoretisch unser Bogenschütze. Sie hat auch schon plus 4% Range Damage. Heavy to Attack. Kriegen wir einen Action Point. Und ihre Dings ist, ihre Trefferwahrscheinlichkeit ist erhöht. Das nehmen wir mal. So, und hier wäre jetzt natürlich schön, wenn wir nicht Physisch Damage kriegen. Armor brauchst du auch nicht, weil die steht hinten. Das heißt, wir werden. Oh, shit. Einmal durchrollen, würde ich sagen. Obwohl Mana nicht so schlecht ist. Je mehr Mana sie hat, weil ihre Skills kosten doch ganz schön viel. Und dann machen wir mal ihre Trefferwahrscheinlichkeit hoch. So, sie ist der Magic User. Die hat auch schon plus 6. Aber hat bei den anderen beiden auch schon was drin. Also, wir können, wie gesagt, auch eine komplett andere Waffe geben. Aber hier. Sie kriegt. Plus 10% Magic Damage. Das ist schon, das ist richtig gut. So, sie könnte mehr Erfahrung kriegen, bringt aber nichts. Bin eigentlich für Daily Mana Regen. Oh, hier, das ist gut. Machen wir mal Accuracy. Und als Perk. Für jede drei Gegner, die sie tötet, kriegt sie einen Mana-Regen pro Runde. Das ist auch gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Die Perks an sich sind auch so ein bisschen random. Also es sind nicht immer dieselben. Kommt wirklich immer auf die Person an. So, jetzt können wir hier einmal hochgehen. So, wir kriegen noch ein Item, weil wir die Nacht überstanden haben. Beziehungsweise können wir sogar eins aussuchen. Armor. Trefferwahrscheinlichkeit und das da. Wir könnten einen besseren Hammer nehmen. Aber ich bin, glaube ich, für den Bogen. Weil dann können wir nämlich einen zweiten Dude noch einen Bogen geben.
So, und jetzt haben wir hier noch zwei Arbeiter. Und wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Mana. Da kann man hier so einen Brunnen bauen. Und mit dem kann man quasi den noch einmal verbessern. Und dann kann man, ohne einen Arbeiter zu benutzen, 13 Mana regenerieren. Und das reicht vollkommen aus für die hier. Und einmal können wir einen Arbeiter benutzen, um 25 Mana zu regenerieren. Und das ist für sie halt gut. Der hat eh nicht viel verbraucht. Dann bringen wir die mal in Position. Ups. So, die hier ein bisschen weiter hinten. Aber wie gesagt, die kommen jetzt schon hier vorne raus. Wir haben noch einen Arbeiter. Jemanden heilen brauchen wir nicht. Aber wir können hier die Ruinen wegmachen und würden ein bisschen Gold noch kriegen und Material. Machen wir einfach mal. Dann ist das Ding auch weg. Ein bisschen mehr Platz zum Laufen oder irgendwas Neues zu bauen. Für anderen Sachen haben wir kein Gold mehr, aber wir können noch in den Shop gehen. So, das ist der Bogen, den wir bekommen haben. Jetzt können wir noch gucken, ob wir hier noch ein bisschen mehr Armor Block ist gut. Ah, die hat ja alles, Junge. Healing received. Daily Mana plus 3. Wie gesagt, ist eigentlich völlig Blödsinn hier alles zu gucken, weil die werden hier eh gleich alle sterben. Dann würde ich sagen, ich mache nochmal einen Bogen. Ne, ich nehme den hier. So, der kann theoretisch dann vorne reinreiten. Aber wir müssen hier hin. Das heißt, er kriegt jetzt hier die bessere Hose. Und er kriegt den Bogen, obwohl. Die hat ja hier schon dieses Range Damage Trait. Dann geben wir ihr den hier. Aber dann muss er eigentlich reinreiten. Kann ja erstmal mit von hinten ein bisschen schießen. Machen wir mal lieber so. So, und jetzt haben wir theoretisch noch Material. Also neben Gold gibt es auch noch Material, was man machen kann. Und da können wir hier quasi Sachen bauen. Zum Beispiel könnten wir hier ein Tor hinmachen. Und hier. Und das dann hier zumachen. Das heißt, wir können hier rein und wenn die Monster doch uns bis hierher zurückdrängen, müssen sie erstmal durchs Tor durch. Und dann können wir hier noch so eine Barrikaden hinpacken. Dann müssen die hier erstmal durch die Barrikaden, um überhaupt erst zu uns zu kommen. Und das würde ich sagen, reicht jetzt erstmal und dann gehen wir in die nächste Phase über. Die Sachen haben wir denen gegeben. Die Pants sind alle schlecht. Das ist egal. Und dann würde ich sagen, starten wir. So, jetzt sehen wir hier schon der Zauberer, der hier diesen letzten Spell channelt, ist vollkommen überfordert. Ah, okay, die sind schon so schnell hier dran. So, mit Tabulator können wir den die Waffen wechseln. Und jetzt kann er quasi auch einen Bogen benutzen. Und dann machen wir hier das hin. Und dann können wir hier die normalen Schuss. Wir wollen halt versuchen, nicht so viel Mana zu verschwenden. Wenn wir es nicht müssen. Aber wie gesagt, die hat ja den Trait hier, dass sie mehr Mana-Regen kriegt, wenn sie drei Leute killt. Das heißt, mit ihr wollen wir schon versuchen, die meisten zu töten. Ah, schade. So, die können wir nicht tot mit einem. So, der kommt auf jeden Fall nicht ran, aber der zerstört hier auf jeden Fall so eine Barrikade. So,
ich schaff's nicht, oh mein Gott. Ja, wie gesagt, der ist... Ach, das ist ja voll. Die armen Magier, ne? Die werden hier regelrecht fertig gemacht von allen, aber zu Recht. Also Rain of Arrows. Ich sag mal, wenn man immer 5 oder 6 kriegt, hier, das hier ist ein Traum. Weil die sterben auch alle. Das ist echt ein guter Spell. Man kann hier auch seine eigenen Barrikaden zerstören, wenn man nicht aufpasst. Wollen wir eigentlich vermeiden. So. Zu weit weg, ja? Ja, okay. Komisch, warum kann ich den nicht angreifen? Ach hier, ich muss den nehmen, sorry. Trottel. So. Oh, die sind echt stark, die Dinger. Die haben nämlich noch Rüstung mit drin. Der hat keine Schuss mehr. Mach mal den großen Dude hier weg. Und dann einfach noch den hier. Kommt trotzdem nicht ran. Die sind auch geslowed hier, die Typen. Ja, minus 2 Movement Points. Durch den Skill hier. Dieser Volley. Das ist echt gut. Kann man die so ein bisschen stallen, dass die nicht gleich zu uns reingerannt kommen. Ja, der Magier. Alter. Aber was das Game richtig gut macht, in meinen Augen, ist der Progress. Also es ist natürlich ein Roguelike. Wer hätte es gedacht? Mal ganz kurz gucken hier. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Ja. Gerade die hier vorne stehen. Ja. Man kann auch 2 auf einen rauf machen. So. Der stirbt. Bleh. Der wäre schön, wenn der... Ah, der hat gedodged. Shit. Mana hat er eigentlich noch. Der Große hält E2 aus. Mein Mana ist almost gone, okay. So, machen wir den und den noch hier. Die sind hier eh geslowed. Ja. My body, this here is too strong. Der Typ. Another mage, quick. Find another mage. Da ist immer noch Hoffnung. Irgendwo ist noch ein anderes, naja, eine andere Stadt. Aber er hat es nicht geschafft. Und dadurch sind die Gegner rangekommen, haben ihn zerstört quasi und dann ist das Ziel gebrochen und explodiert genauso in dieser Explosion. So, und jetzt kommen wir hier zum Progress quasi. Man hat jetzt hier Licht und Dunkelheit, sage ich mal. Und das sind zwei Göttinnen, die uns quasi in unserem Kampf gegen das Helfen, gegen den Nebel oder gegen die Monster, sage ich mal. Es ist leider alles noch in Englisch. Ich hoffe mal, da kommt noch eine deutsche Übersetzung. Aber wir fragen jetzt hier quasi, wer sie ist und wo wir sind. Und theoretisch erweckt sie uns immer wieder zum Leben, damit wir eine neue Chance bekommen, aber wir werden halt immer stärker mit jedem Run, sage ich mal. Ja, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dadurch, dass wir dieses Gildenberg, diese Map gerade geschafft haben, in Anführungszeichen, oder Swampwood, wie es heißt, schalten wir die nächste Map frei. Und wir müssen jetzt, um die nächsten hier freizuschalten, kann man hier sehen, wir müssen einmal einen Run in Gildenberg machen, also einmal so lange, bis wir sterben. Oder um eine neuere Waffenset freizuschalten, hier mit einem Speer, Langbow, Power Stuff, müssen wir 5 Nächte quasi überleben.
So, hier müssen wir die Defenses bauen. 100 Stück. 10 haben wir davon schon. Dann wird das voll gemacht. Wir müssen 500 Materialien verwenden und so weiter. 1000 Gold. Und dann schalten wir halt immer mehr frei. Und hier gibt es noch zigtausend Sachen zum Freischalten. Und dadurch werden wir aber halt immer stärker. Ja, und genau das gleiche ist jetzt hier gleich bei dem anderen Gott. Oder Göttin vielmehr. Hier ist ein bisschen dunkler. Auch hier wieder die Frage, wo sind wir? Was ist das hier? Warum? Wieso? Weshalb? Und bei der hier sammeln wir Essenzen von den Monstern, die wir töten. Und die können wir ihr quasi als Tribut geben. Und schalten dadurch auch andere Waffen frei. In dem Fall Schwerter, eine Armbrust und keine Ahnung, ein Buch. Zack. So, und hier, die hat auch die besseren Skills, die man freischaltet, wo zum Beispiel die Heroes besser werden. Dass man zum Beispiel mehr Mana generiert. Die Waffen sind jetzt nicht mal unbedingt das Bessere, sage ich mal, aber hier, dass man zum Beispiel hier einen Rüstungsmacher bekommt, das ist auch ganz hilfreich. Aber wie gesagt, wir haben jetzt keine Essenzen mehr, das, wie gesagt, ist so Tutorial-mäßig, dass man jetzt einmal alles freigeschalten hat, was man kann. So, und dann sehen wir jetzt hier die nächste Map. Es gibt, glaube ich, noch eine Map. Es ist noch Early Access, kann sein, dass es noch mehr werden, aber die wurde auch schon ein paar Mal geändert hier, diese Gildenberg-Map. Und man kann, wenn man möchte, das auch in Easy-Modus spielen und kann sich quasi aussuchen, dass man hier ein bisschen einfacher alles hat. Man startet mit einem Helden mehr, allein das ist schon super OP. Gegner sind kleiner oder die Gegnerwellen. Man hat mehr Leben, mehr Material, mehr Gold, pipapo. Aber eigentlich intended ist es die hier so mit der Standard-Schwierigkeit. Und so werden wir es, denke ich mal, auch spielen. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Map nochmal an. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. So. So sieht die Map jetzt aus. Man kann jetzt theoretisch von drei Richtungen angegriffen werden. Und man sieht schon, ist schon alles ein bisschen offener hier als bei der anderen. Hat aber auch ein bisschen mehr Platz zum Bauen. Und wie gesagt, wir starten jetzt auch wieder mit komplett neuen Helden. Kann aber sein, dass die dieselben Waffen haben. Ne, er hat hier zum Beispiel eine Armbrust. Ja. Quickshot. Ist auch mal ein bisschen random und der hat hier so ein Buch. Nicht die besten Waffen, meiner Meinung nach, aber muss man mit klarkommen erstmal. Und hier ist auch wieder nur ein Zauberer und der braucht halt ich weiß gar nicht, wie viele Runden der bräuchte, um diesen Spell zu machen. Man kann auch mehrere Zauber noch freischalten. Ich glaube 4 Stück maximal. Und dann würde der Zauber natürlich viel schneller fertig werden, sage ich mal. Aber das ist jetzt erstmal noch Zukunftsgeplänkel. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut in der Folge und gucken uns in der nächsten Folge dann hier die erste Nacht quasi an. Und können hier auch schon ein bisschen mehr bauen oder abbauen vielmehr. Und dann gucken wir mal, wie viele Nächte wir im ersten Run durchhalten. Wie gesagt, es ist so konzipiert, dass man das nicht unbedingt gleich beim ersten Mal wirklich schafft. Vielleicht die Map könnte man noch irgendwie hinkriegen, aber es ist quasi nicht der Sinn der Sache, sondern man muss versuchen, wirklich nach und nach immer stärker zu werden, um dann die Sachen hier zu schaffen und die Map zu besiegen, so gesehen. Also die Gegner vielmehr. Guti, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann immer schön ein Like da lassen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer ruhig einen Kommentar schreiben. Da freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.